sehr gern, meine Freunde. Vielen Dank, dass wir eingeschaltet haben. Keller Neues. Jedes Tor ein Discard Battleship Rager-Röhnchen. Ja, meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Letzte Battleship ist ja gefühlt reingeschissen. Ich weiß nicht, habt ihr da keinen Bock drauf? Oder was ist los mit euch? Sollen wir uns mal auf dem Schulhof treffen? Bisschen Schlägerei, dies, das, Ananas. Ich habe mir was überlegt, Freunde. Jedes Tor, was heute geschossen wird, ist ein Discard, ja? Schieß ich zwei und mein Aufnahmepartner, der sensationellerweise heute da ist, herzlich willkommen, Benji. Ich bin heute da, morgen vielleicht nicht mehr, deswegen müssen wir lieber schnell Deswegen heute, ja. Schieß Benji ein Tor, ich zwei, gegebenenfalls, wird wahrscheinlich wieder so ausgehen, weil wir es eh vorher abgesprochen haben. Ja, habe ich zwei Discards, Benji ein. Also heute aber ohne Verlängerung, ja. Also das kann extrem ekelhaft werden. Würde mich hier selber eine positive Bewertung freuen. Ballert die Kommentare voll, ob ihr solche Klamotten mal feiert, außer der Reihe. Jetzt kannst du es nicht immer machen, ist langweilig. Bei Benji haben wir ebenfalls eine Folge aufgenommen. Da mit anderen Bedingungen. Ja, checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Link ist unten drin in der Beschreibung. Ihr seht beide Teams hier am Start. Ja, heute um den guten Di Maria. Ey, ich habe die Karte gemacht. Ich bin gespannt, ne? Also, mal gucken. Ja, weil wahrscheinlich läuft gerade Footmas und hier Maria, Josef. Genau, deine hat sich ein Head gemacht. Ne, damit ich das Thumbnail ein bisschen auf Weihnachten machen kann. Lass einen Daumen nach oben, Freunde. Für Kopf gemacht. Anstrengender Zeit. Liebe. Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe. Und Nächstenliebe an uns ist ein Daumen nach oben. Und das ist wichtig. So, ihr seht beide Teams. Wir klatschen alles auf die Bank. Ich habe auch im Kopf gehabt, ihr seht die Teams ja gar nicht mehr so am Ende. Wir zeigen euch die einmal, wenn wir umgestellt haben. Ja, das ist immer, warum wird das nicht eingeblendet, das gegnerische Team zeigen? Lächerlich. Bis gleich. So, die Spieler sind auf der Bank. Welche Formation spielst du? 4-3-3, die vierte. Okay, ich spiele 4-2-3-1. 4-2-3-1. Aber ist er ähnlich, sag ich mal, von den Leuten. Ja. Die Maria bleibt stehen. Komm, ich gebe dir die ersten. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Mach einfach. Pack mal in den Sturm die 4. Mhm. Und im rechten Sturm die 8. Das ist der erste auf der Resen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ah, what a great start. Yeah, I love. Okay, dann machst du in den Sturm als allererstes die Nummer 1. Jo. Und in den rechten Sturm packst du die 12. Ich verstehe das nicht. Warum ist das immer so? Warum ist die Banane krumm? Warum sind immer aus dieser Abteilung die Leute vorne? Ich muss meine Auflistung hier überdenken, glaube ich. Ja, wir machen weiter mit den 3 ZMs. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, sag an. Links die 1. Links die 1, bist du dir sicher? Ja. Ja. Mitte die 2. Uno, dos, tres, ja. Rechts die 11. Ah ja, interessanter Mix auf jeden Fall. Sind Spieler, die da spielen können. Du kannst aus dem Vollen schöpfen, ey. Jetzt mach aber auch was hier, ey. Ich kann. Du hast 3 ZMs, ne? Das kann wirklich was. Das ist, ja, du hast jetzt gute Möglichkeit auf jeden Fall. Dann machen wir die 8 ins Linke. Ja. Wir machen die 2 ins Zentrale. Ja. Und rechts machen wir die 3 hin. Ah, ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, es war gut für dich. Kann man denn so reinscheißen, Alter? Ja. Ja, hervorragend. Gib mir die Zahlen. Linker Verteidiger, die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Linker was? Verteidiger. Okay. Linker Innenverteidiger, die 9. Ja. Rechter IV, die 12. Mhm. Und RV, die 10. Steini, mach keinen Scheiß, bitte. Mach keinen. Digga, mein Team sieht aus wie der letzte Hänger, Alter. Die letzten Aufnahmen auch schon. Okay. Ja, Linksverteidiger. Ja. 7. Ja, kill mich komplett. Danke für nichts. Linker Innenverteidiger. Die 6. Mhm, kann er. Rechter Innenverteidiger. Die 9. Ja, und die 5 als Rechtsverteidiger. Mach bitte keinen Scheiß. Ich hab noch keinen Torwart drin. Ja, ich auch nicht. Wird bestimmt eine richtig gute Aufnahme. Ja? So ein schönes 10-10 am Ende. Beide Teams weg. Keiner hat gewonnen. Ehre. Boah. Ey, das ist ein typischer Move, wenn du ihn auch für 3 packst, ey. Wen? Den Torwart? Mhm. Ach, scheiße, ich nehme die 6, Alter. Die 6? Ach so, 1, ja, okay. Danke, dass du einen Torwart getroffen. Nein, hast du nicht. Ich habe keinen Torwart. Ich hab keinen Torwart. Ey, du hast auch noch über die 4, die, was hast du noch? Die 4? 10 und 11. Ja, nimm mal die 4. Nee, nimm mal die 11, nimm mal die 11. Ja, Digga, danke, ich sag's schon 4, jawohl's dir, Alter. Maul. Danke. Sonst wäre ein Bobby-Scream drin. Nein. Ehre. Nice. Oh, ist das wichtig. Ich habe 2, Alter. 2 Game-Changer. Ich habe auch 2, aber was bringen mir die nichts? No Goalie. Nichts. No Goalie. Aber das Problem, was ich hier habe, ist, ich habe keinen... Ah, weiß ich auch nicht.
Ja, wir checken es mal ganz kurz ab und dann seht ihr gleich die beiden Wechsel. Wer ist bei dir draußen geblieben? Bei mir ist draußen geblieben mein Torwart und eine Bronzekarte. So, jetzt seht ihr nochmal beide Teams. Ja, also ich habe so umgestellt. Benji hat so umgestellt. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Eieiei. Heißt das, das sind 12 Positionen. Den wechsel ich. Und den warum wechsel ich noch. Schafft man es nicht, einen scheiß Torwart da reinzustellen? Ich stelle ihn auf irgendeine random Position und der schafft es nicht, da reinzukommen. Soll ich dir sagen, Alter? Ja, was soll ich dir sagen, Alter? So, Ladies. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Let's do this. Kein Torwart auf Ehrenbruderbasis. No way. Das ist kein Absatz. Glaub doch! Warum läuft der denn nicht? Digga, der war der letzte, wo ich den einmal gezockt hab, der war so gut. Hm. Klassischer Außenverteidiger. Oh. Hey, was? Ramos, Ehrenmann. Wieso pfeift der da nicht? Was? Abseits, Schiedsrichter. Mach die Augen. Ja, so, mal so. Alexander Alul. Alul. Oh, der Bronzemann steht, ja? Bronzemann. Er sagt niemals nie, es kann sich alles ganz schnell ändern. Der, das kannst du ja nicht erzählen. Guck dir den Bronx, ich hab nicht. Der schießt von selber! Der ist sogar off position. Oh. 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 Was? Was abseits, Schiedsrichter? Nee. Digga, wie holt denn der den ersten raus? Aber Icardi, hast du dich gerade lustig drüber gemacht. Schön, ja, immer richtig. Komm, Alter, den hätte er auch deinen Innenverteidiger reingemacht, der scheiß Blöder. Nein, hätte er nicht. Ja, der Bronx hat den gemacht. Aber wie holt der den denn? Boah. What the fuck? Junge. Macht er! Eingeleitet durch wen? Durch den Bronze. Mann, ganz hinten. Ganz großes Kino. Ich spiel nur noch mit Bronze, Leute. Ist echt so, ne? Nächste Weekend League Bronze Team. Ja, überragend. Zwei Discards haben wir schon. Schön. Freu mich. Stark. Den hast du mir direkt am Anfang als ersten aus Schirmerposition reingestellt. Erster Pick direkt drin gewesen. Wow. Alter, Leute, das sind alle wendig, Alter. Die Vinaldum ist bei mir extrem wendig. Ja. Der spielt sich richtig gut. As always. Lol. Wer liegt denn da auf dem Boden? Ich hab keine Ahnung, der geht nicht hin. Mach durch. Wieso geht denn der nicht hin? Ehrenpfeifer. Der guckt einfach nur zu. Ehrenpfeifer. In der ersten Hälfte, der räumt alles ab hinten und jetzt geht er einfach nicht zum Mann. Der guckt einfach nur drauf zu. Und der kann einfach durchwarten. Ach Gott, der macht nichts, der Digga. Warum macht der einen Ausfallschritt? Ja, das ist Ehrenchemie halt. Ey, das ist aber echt krass gerade. Es ist echt krass. Auf einmal, erste Halbzeit stand so gut hinten und jetzt absoluter Hühnerhaufen auf mir. Okay, jetzt sammelt's mir. Nee, das ist. Der hält ja trotzdem. Elfmeter. Elfmeter? Ja, Ehre. Ja, Bernardo ist schuld. Natürlich. Was rot, mach rot noch, mach noch rot! Mach noch rot! Was hat er denn gemacht? Ich hab gar nichts gedrückt. Ich hab keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Halt's Maul! Da pfeift er nicht mal was. Alles discarded wird, Mann. Was hast du denn gemacht? Ja! Killer! Hä? Der hat voll schnell geschossen bei dir. Hast du das gedrückt? Ich kann nichts machen, ne? Ich kann nichts machen. Das ist so einfach. Das fühlt sich so komisch an. Das ist so einfach. Das ist so einfach für dich. Dime Mariah! Einfach ab. Ey, wie scheiße ist der von mir aus? Treff den, Digga. Juckt mich gar nicht. Das ist ja die letzte Dreckskarte, Alter. Also ich hab der soll so schnell sein, sehe ich überhaupt nichts von. Hä? Ich hab nicht gemerkt, dass ich keinen Torwart hatte. Nein, gar nicht. Ich konnte auch keine Schüsse abliefern. Alles gut geblockt oder kam scheiße. Ja. Aber Elfmeter. Ja, cool, ich hab Elfmeter gehalten. Ehren. Ja, schön, der Elfer, der Elfer noch. Dann war der einzige Discard, den ich heute holen können. Aber einer reicht. Ja, dann fang an. Nee, fang. Oh Mann, du willst nur das erste Scheiße. Ich hab ja nur einen. Ich muss mich doch rächen können, Digga. Ja, okay. Ich nehm einmal deine 3 ZMs. Ja, zurecht. Zurecht. Weg. Piszczek. Die SPC-Karte. Ja, ist gut, die habe ich auch nicht mehr. Man muss Fair Play betreiben. Die Knie in Form. Sokrates. Oh, Icon Killer! Das tut mir schon eigentlich ein bisschen leid, aber ist auch. Digga, der war Dreck, ey. No joke, der war wirklich Dreck. Der hat sich so scheiße spielen lassen. Im Afro-Team war der besser. Das ist die erste Icon, seine Leute an Discard. Nehmen wir doch den Stürmer als letzten. Discardi. Ja, auch gut. Der hat das Tor gemacht. Aber das wird jetzt das Kadi-Rache geben, sag ich dir. Das gibt das Kadi-Rache. Boah, wen nehme ich? Ich nehme rechten Innenverteidiger. Ja, das ist Bernat. Der ist immer Ach, schuld. Ach, komm der ist schuld. Der Dreckige, Alter. Geil.
verdient verloren. Ich kann mir überhaupt nicht. Ich habe nichts geschissen, Rito. Das hat kontrolliert, runtergeböllert da. Keinen Abschuss geschissen gekriegt da bei mir. Da verdient. Da sind sie verdient weg, Freunde. Da wollen wir nichts beschönigen hier. Würde mich selber eine positive Bewertung freuen. Wir gehen jetzt in die zweite Aufnahme zu Benji rüber. Da werden die Karten neu gemischt. Ich bin auswärts stark. Heim kann ich nicht. Weißt du, das ist, weil die Fans hier, das ist. Ich spüre keinen Support. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Weihnachtszeit. Nächstenliebe. Dies, das. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüssikowski.